nordöstlichen Teil der Stadt Marktheidenfeld, direkt am Rande des Bebauungsgebietes zwischen Industrie- und Bildungszentrum, liegt es, das Geburtstagskind. Vor genau 11 Jahren zum ersten Mal geplant, jetzt nach 2-jähriger Bauzeit mit einem Kostenaufwand von 1,8 Millionen D-Mark fertiggestellt, dient es mehrzweckorientiert einer optimalen Einsatzbereitschaft der Marktheidenfelder Feuerwehr sowie einem Rettungsteam des Bayerischen Roten Kreuzes. Die Fahrzeughalle mit 9 Boxen, eine Waschhalle, eine Reparaturwerkstatt mit Montagegrube, ein Schlauchlager und einen 11,5 Meter hohen Schlauchtrockenturm findet man in diesem Teil des Erdgeschosses. Unterrichts-, Lehrmittel- und Funkraum sowie Hausmeisterwohnung und Büros für Kommandant und BRK sind hier untergebracht. Das Untergeschoss umfasst Atemschutzraum, Schleuse, Prüf-, Lager- und Sozialräume sowie einen Spezialraum für Schlauchwäsche, Garagen für die BRK-Fahrzeuge und, wie es sich für ein richtiges Feuerwehrhaus gehört, eine kleine, gemütliche Kneipe. Dieser geräumige Bauhof dient der Unterbringung von Geräten und Maschinen der städtischen Baukolonne. Für das Geburtstagsfest aber wurde er zunächst einmal zweckentfremdet und in eine Festhalle umfunktioniert.